30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Finale! 24 Angler und Anglerinnen sind angetreten, um den YouTube Predator Cup zu gewinnen und neben Ruhm und Ehre auch den Wanderpokal und das Gewinnerboot im Wert von 17.500 Euro mit nach Hause zu nehmen. Marc Paczowski gewann die Gruppe D, setzte sich im Viertelfinale gegen Markus von Oy durch und ließ Herbert Ziereis im Halbfinale keine Chance. Enrico Di Ventura wurde hauchdünn Dritter in der Gruppe B, doch durch den pandemiebedingten Ausfall von Tobias Eckwall bekam er dank der Lucky-Loser-Regel als punktstärkster Dritter kurzfristig doch noch ein Viertelfinalticket. Gegen Jasmin Spingel-Petersen kam er mit einem Last-Minute-Hecht weiter. Im Halbfinale gegen Veit Wilde lag er zwar stets vorne, doch auch hier war es bis zum letzten Wurf offen, da auch Veit eine sehr gute Fangausbeute vorweisen konnte. Nun also stehen diese beiden Angler im Endspiel, das mit einer faustdicken Überraschung beginnt. Als wir gestern zusammensaßen, hat Marc eigentlich ein bisschen mehr aus Spaß gesagt, warum fischen wir nicht eigentlich einfach vom Boot? Und da hat Enrico gesagt, na, ich habe mein Boot hier. Und Marc hat gesagt, na, ich kann Andres nehmen. It's on. Wie bei den großen Bass-Turnieren in den USA wird jeder Angler alleine mit seinem Boot unterwegs sein und nur einen Kameramann dabei haben, wodurch keine Corona-Regeln verletzt werden. Besonders spannend dabei, beide Angler haben hier schon sehr viel vom Boot gefischt, kennen die Gewässer sehr gut, doch beide haben vor dem Finale keine einzige Minute lang vom Boot trainiert, gehen also völlig unvorbereitet ins Finalhinspiel. Hey, good to see you. What's up? Hey. Hey, man. Hey. So. What did you wish you luck? Thank you very much. Might need some against this boy. I wish him all the luck. That's good. What you don't know is that I'm the black cat. So. Yeah. Yeah, French guys always are. Yeah, yeah. Man, I don't wish you luck. Thanks. All the shit of the world. Marc und Enrico starten mit ihren Booten an derselben Stelle und haben dann 8 Stunden Brutto-Angelzeit, in denen sie hinfahren können, wo sie möchten und alle vom FISPass her erlaubten Stellen befischen dürfen. Der zweite Tag wird dann wieder so durchgeführt werden wie alle bisherigen K.O.-Spiele in dieser Staffel. Es wird Mann gegen Mann vom Ufer gefischt und der Zurückliegende wird stets die Stellen vorgeben. Los geht's! So, 4 Minuten Fahrt. Wir sind mit einer schlanken 100 hier über den Teich gebrettert. André, dein Boot fährt super geil. Ich fahre jetzt hier im Plateau an, das habe ich bei der WPC damals gefischt mit Thomas. Hier haben wir echt gute Fische gefangen. Und ich hoffe, dass die Fische noch da sind. Wie gesagt, ich war hier schon länger nicht mehr mit dem Boot fischen. Ich werde es sehen. Oder ihr werdet es gleich sehen. Das wird mein erster Wurf im Finale des YouTube Predator Cup 2020. Ja, am ersten Spot, da hoffe ich mir Hecht und eventuell auch Zander. Hier gibt es natürlich auch Barsche. Aber ich versuche jetzt erstmal irgendwie einen Hecht zu fangen und eventuell einen großen Zander hier im Kraut mit dem Chatterbait. Wie gesagt, ich habe dieses Plateau, das kenne ich von der WPC im letzten Jahr. Das war ungefähr die gleiche Jahreszeit. Und ich habe gestern von einem Kumpel erfahren, dass er hier wohl gefangen hatte, aber letzte Woche. Da war das Wetter natürlich noch ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht, ob die Tide jetzt gerade perfekt passt. Aber wie gesagt, ich hoffe mir einfach mal hier einen Hecht oder einen großen Zander zu fangen. Das würde mir schon mal ein paar Punkte bringen. Da würde ich mich freuen.
Enrico ist in die gleiche Richtung gefahren wie ich beim Start. Ich habe ihn dann allerdings verloren. Ich habe nicht gesehen, wo er genau hingefahren ist. Mich würde mal interessieren, was er macht. Ob er auch flach angelt, ob er tief angelt, was sein Ziel ist, erstmal zu fangen. Ja, ich werde es vielleicht gleich merken, wenn in die Gruppe der erste Fisch von Enrico kommt. Marc ist bereits am Fischen. Da kommt auch Enrico an seiner ersten Stelle an. Angekommen am ersten Spot, werde ich erstmal versuchen, ein bisschen abzufächern, weil hier Barsch und Zander gleichermaßen unterwegs ist. Jetzt werde ich erstmal versuchen, vielleicht irgendwo einen Zanderbiss zu kriegen. Ich weiß aber noch nicht genau, ob der Spot funktioniert oder nicht. Ich war, wie gesagt, lange nicht hier am Gewässer, aber wir werden sehen. Fisch. Er funktioniert. Er funktioniert. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das sind ja oft keine ganz großen Fische, aber es sind Fische. Oh nein! Scheißdreck! Fuck, Mann! Gibt's das, Tim, oder? Ja, ich habe sehr viel schrägen Seitenwind, das heißt, ich habe einen extrem hohen Schnurbogen. Das wird auch der Grund gewesen sein, warum jetzt der Fisch eben ausgestiegen ist. Allerdings ja, muss ich dann wahrscheinlich ein bisschen anders angeln. Vielleicht eher ein bisschen faulenzen mit Finger in der Schnur. Um dann einfach noch einen besseren Anhiebwinkel zu haben. Wenn ich nämlich hoch jigge auf Distanz, habe ich natürlich sehr viel Schnur in der Luft. Und wenn ich die Rute allerdings ein bisschen weiter runter halte, ich zeige euch das mal. Ein bisschen weiter runter halten und dann habe ich die Schnur in meinen Fingern und dann faulenze ich eher ein bisschen. Dann habe ich nämlich auch einen besseren Anhiebwinkel, um den Schnurbogen auszugleichen. Trotzdem nicht so einfach. Ich glaube, ich muss doch noch leichter angeln. Auch wenn das mit dem Schnurbogen schwierig ist. Zu kurze Absinkphasen. Ich probiere es gleich mal eine Spur leichter. Gibt's das, ey? Erster Wurf. Veit Wilder auf der Spur. Der Mann der ersten Würfe. Also wer die Battles nicht gesehen haben sollte im Halbfinale gegen Veit Wilde, was ein unglaubliches Match gewesen ist. Also ich habe das noch nie erlebt, dass jemand mich dreimal an einen Platz mitnimmt oder an drei verschiedene Plätze mitnimmt und dann dementsprechend dreimal beim ersten Wurf eine verschiedene, also verschiedene Fischarten fängt. Einmal ein Hecht, einmal ein Barsch, einmal ein Zander. Das hatte ich noch nie bis jetzt. Also das muss man schon sagen. Veit kennt seine Plätze halt ganz genau, also wie seine Westentasche. Und das ist äußerst schwierig, dann auch in einer Competition gegen so jemanden zu angeln, der die Plätze halt viel, viel besser kennt als man selbst. Da bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als dem Gegner wirklich auf der Pelle zu sein und halt gleiche Richtungen zu werfen oder zu gucken, was fischt er für Köder, weil er wird ja oftmals dann die Köder benutzen, die dort auch funktionieren. Also ich fische dann natürlich nicht die gleichen Köder, aber schon adaptiert, was Farbmuster, Größen und Bewegungsmuster angeht. Also das versuche ich dann schon immer so rauszufinden. Na, wir schauen mal. Jetzt noch mal einen Wurf in die Richtung machen. Naja, also wenn ihr das Battle nicht gesehen haben solltet gegen Veit, dann guckt euch auf jeden Fall das Ding auch nochmal an. Halbfinale des YouTube Predator Cup. Oh. Come on, ey. Eben hatte ich meinen ersten Nachläufer. Bin mir allerdings unsicher, was es war. Es hätte auch ein Rapfen sein können. Von daher, ja, mal abwarten, was hier noch kommt. Aber Fisch hat es hier auf jeden Fall. Ich habe auch schon Baitfisch gesehen, die von meinem Chatterbait geflüchtet sind. Wind steht drauf hier auf dem Plateau. Das könnte was werden. Ja, mein Gegner Enrico, die Ventura. Ich freue mich riesig gegen Enrico. Fisch!
in the net. Ein Zander. Kein Riese, aber cool. Der erste Fisch hat nicht so lange gedauert. Den Fisch lassen wir natürlich erstmal im Kescher. Heute ist ziemlich warm. Ich gehe ein bisschen hier runter. Das könnte für den Kameramann auch angenehm sein. Auf dem Boomer. Dann hatte ich vielleicht eben doch schon mal einen Zander nachläufen. Ja, mein erster Fisch für die Wertung heute, ein 55er Zander. Schöner Fisch, beim Wurfangeln richtig geil, da wird schwimmen gelassen, Fisch reportet und dann geht's weiter. Jopsa, weg ist er, geil, erster Fisch. Anders als bei Enrico steigt Marks Fisch nicht aus. Er geht mit 71,5 zu 0 in Führung. Ja, meine schlaue Uhr hat mir gerade mitgeteilt, dass Mark einen Fisch gelandet hat. 55er Zander ist jetzt natürlich nicht das Geilste für mich, wobei der eben auch 55 hatte. Ich hoffe einfach, dass die Beißphase der Zander so lange wie möglich anhält. Aber ich würde sagen, wir schalten erstmal rüber zu Marc. Ja, lieber Enrico, ich wollte gerade über dich sprechen, wurde ich leider von einem Fisch unterbrochen. Nein, Quatsch. Ja, wie gesagt, also ich freue mich riesig, gegen Enrico zu angeln. Er ist natürlich ein gnadenlos guter Angler. Wir fischen jetzt überraschenderweise vom Boot. Er kennt sich hier mega gut aus. Also ich habe natürlich einen riesen Respekt vor Enrico, aber ich habe natürlich auch Bock zu angeln. Ich kenne die Gewässer auch ein bisschen und ich glaube am Ende werden wir beide unsere Fische fangen und ja, wer dann die größeren Fische gefangen hat, hat das Ding gewonnen, aber das ist Zukunftsmusik. Wir haben noch nicht lange geangelt und ja, ich will jetzt einfach angeln und Fische fangen. Enrico, ich drücke dir trotzdem die Daumen. Das ist aber ein guter Fisch. Jetzt bitte nicht aussteigen. Vielleicht ist das ein Hecht sogar. Ne, ist ein Zander im Kopf. Schlägen nach zu urteilen, ist ein Zander. Und auch ein guter. Ne, ist ein Hecht. Ah, ein schöner Hecht. Yes! Yeah! Oh, ein schöner Hecht. Nice shit. Nice one. Ja. Hast du das gesehen? Die Jungs sind richtig sportlich hier. Okay. Bisschen tricky mit den Wellen hier. Fängt auch gleich an zu zappeln, das weiß ich jetzt schon. Hinten ist er drüber. Genau 90. Yeah! So kann Tag beginnen. Okay. Weitermachen. Und das ist das Beste an dem Ganzen. Ah, der ist fit. Yeah! So kann's weitergehen, Leute. Auch Enrico legt seinen ersten Fisch auf die Matte. Ein 90er Hecht lässt ihn an Mark vorbeiziehen. Schon zwei gute Fische in der ersten halben Stunde. Na, das kann ja heiter werden. Ja, jetzt ist natürlich sehr viel Unruhe an dem Platz gewesen. Ne, wenn so ein großer Fisch da hin und her zappelt, dann kann es schon mal sein, dass der Platz ein bisschen Ruhe braucht. Allerdings ist es auch mal gar nicht schlecht, wenn ein besserer Hecht oder ein größerer Hecht dann nicht mehr da ist. Und dann trauen sich auch die Barsche wieder an die Spots. Ich weiß allerdings nicht, ob hier jetzt Barsche heute gehen würden. Mal sehen, also das weiß man eigentlich nie an den Spots. Manchmal klappt's.
Uff. Yes. Oh. Und der nächste Zander, der ist ein bisschen besser. Ah, geil. Der ist besser. Der ist besser. Der wollte den Boomer haben. So muss es weitergehen. 63. Der nächste gute Zander auf Marks Seite. 153,4:90 für den Hessen aus dem Elex-Team. Ja, als wir den Fisch gerade reportet haben, habe ich gesehen, Enrico hat einen 90er Hecht gefangen. Ja, ist natürlich ein ordentlicher Fisch. Ich habe aber die Befürchtung gehabt, dass Enrico heute vom Boot wirklich auf dicke Fische angeln wird und versuchen wird, heute schon wirklich den Sack zuzumachen mit großen Fischen und dann morgen eventuell nur noch irgendwie voll machen muss oder heute schon voll macht, natürlich mit großen Fischen. Wäre nicht so schön für mich, aber wir haben ja noch ein paar Stunden und ich habe ja auch schon zwei Zander gefangen und wir fahren nachher noch an Hechtstellen, deshalb warten wir mal ab. Aber trotz alledem, Petri, Enrico. Das gibt es nicht, Mann! Vierter Biss. Die beißen nicht gut. Das war gestern auch schon so. Aber cool bleiben. Solange sie beißen, haben wir Chance, was zu fangen. Das ist ja gut. Wenn sie jetzt nicht beißen würden, das wäre immer blöd. Aber solange sie beißen, können wir auch welche fangen. Mal was probieren, denn probieren geht über studieren, bekanntlicherweise, weil es kann sein, dass das Barsche sind und wenn das Barsche sind, dann müssen wir was anderes angeln. Und da werde ich mal probieren, ob wir die nicht mit dem Squarebill hier, den neuen Bassbite von Westin, anhand der Tauchschaufel kann man das erkennen, ob wir die nicht vielleicht damit kriegen können, wenn es denn Barsche sind. Wenn es keine Barsche sind, dann sind es sehr, sehr zickige Zander. Läuft nicht tief genug, muss ich einen anderen Köder, ich nehme mal eine Nummer größer, weil die Barsche hier haben auf jeden Fall keine Angst vor größeren Ködern. Das ist die Nummer größer. Okay, das war nix. Also gehen wir über zum alten Plan. Weiter jiggen. Allerdings werde ich, glaube ich, eine Nummer kleiner angeln. Das ist jetzt 10. Ich werde mal gucken, ob die Fische wirklich so mies drauf sind, dass die ganz kleine Köder haben wollen. Köderwechsel, Fisch. Unglaublich. Ich habe es gerade noch gesagt. Das ist ein Zander. Kein großer Zander. Aber Zander. Ja. So, das mache ich immer zuerst. Köder eigentlich aus dem Maul. Hier seht ihr eine Wahnsinnsfarbe. Official Roach, absoluter Knaller. Und jetzt wird gemessen. Naja, Maß hat er auf jeden Fall. Ich denke so 46. Kleiner Zander, aber meiner. Geil. Der geht schnell zurück. Weiter geht's.
Enricos zweite Fischart, doch die Größe reicht nicht aus, um an Mark vorbeizuziehen. Wird Mark trotzdem nervös? Ich habe gerade gesehen, Enrico hat den nächsten Fisch gefangen, einen 46er Zander. Jetzt erstmal kein Fisch, der mich beunruhigen sollte, aber er hatte auch schon einen 90er Hecht. Und ich hatte hier schon länger keinen Biss mehr auf dem Plateau. Ich werde jetzt noch ein paar Würfe machen und dann mal auf zu einer neuen Stelle, wo ich mit einem Hecht rechne. Ich hoffe, der Plan geht dann auf. Aber er hing auch wieder vorne. Also so richtig Bock haben die nicht, das merkt man. Ich hatte jetzt 4 Bisse, die ich nicht verwerten konnte. 2 Fische gefangen, 1 Aussteiger. Also wenn die richtig wollten, dann hätten wir jetzt halt schon 5-6 Fische gefangen. Das ist halt so, diese langen Ostwind- und Warmwetterphasen, das ist oftmals sehr schlecht fürs Beißverhalten der Fische. Trotzdem, wie ich schon sagte, solange sie beißen, denn wenigstens können wir auch immer noch irgendwo einen kriegen. Wir haben jetzt 1 Stunde gefischt. Fisch. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Hecht. Oh nee, das ist ein guter Zander. Nein, nein, nein. Ach, jawohl. Mein Plan funktioniert ein bisschen bis jetzt. Bis jetzt funktioniert ein bisschen. 57, ja. Toller Fisch. Sehr, sehr schöner Fisch. Au revoir, mon ami. Enricos dritter Fisch bringt ihm 74,1 Punkte. Er holt sich damit die Führung zurück und ist sehr zufrieden mit diesem Fang. Das ist gut. 57 ist gut und ist auch eine super Größe. Ja, der Enrico hat jetzt recht schnell 2 Zander hintereinander gefangen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist natürlich jetzt beängstigend, der hat jetzt deutlich mehr wie ich. Und ich glaube, er wird seine Fische eventuell recht schnell voll machen. 57 ist auch nicht gerade jetzt klein, das ist schon ein ganz ordentlicher Fisch im Moment. Ich werde jetzt hier gleich mal die Stelle wechseln und versuchen mal auf Hecht zu angeln. Und komme eventuell später noch mal hierher, mal schauen. Der ist nicht so groß, aber der hat Maß. Darum geht es mir natürlich. Ach, jetzt blute ich schon wieder wie ein Schwein. 43. Geil, den schmeißen wir schnell zurück. Ein kleiner Zander, doch auch der bringt Punkte. Der Westin-Mann baut seinen Vorsprung aus. Aus 2 macht 3. Enrico hat schon wieder zugeschlagen. Er gibt Gas. Enrico, mein Lieber, slow down. Also, ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass meine Taktik zumindest für heute aufgeht. Bis jetzt. Wobei natürlich es ein Traum wäre, wenn ich heute noch einen Barsch kriege. Und vielleicht sogar auch noch einen Hecht, aber ich würde gerne versuchen, solange es irgendwie funktioniert und die Zander aktiv sind, würde ich versuchen, die kleineren Zander vielleicht durch bessere zu ersetzen. Aber mal sehen, ob das klappt. Ich weiß es noch nicht. Ah, ich würde gerne jiggen, aber das funktioniert mit dem Wind nicht gut. Deswegen muss ich faulenzen. Ich erkenne die Bisse auch nur über den Schnurbogen, wenn der sich strafft. Und leider, dass der Schnurbogen so breit ist, es ist auch wirklich schwierig, den Haken vernünftig zu setzen. Jetzt gehe ich ein bisschen hoch, weil ich jetzt nicht mehr so viel Schnur draußen habe und jetzt kann ich auch viel kürzere Sprünge machen.
als beim Faulenzen. Ah, da war ein Biss. Ja, der Seitenwind ist hart, also das ist anspruchsvoll. Aber bis jetzt geht's. Mark hat keine weiteren Kontakte und wechselt erstmals den Spot. Was hat er vor? Zweiter Platz für heute. Wir werden versuchen, dem Enrico jetzt mal ein bisschen dichter auf die Pelle zu rücken. Mein Plan ist es, hier einen Hecht zu fangen. Hier hat es auch immer mal ein paar Barsche, aber ich denke, wenn was kommt, wird es ein Hecht sein, hoffentlich in einer ordentlichen Größe. Wir werden den Platz hier jetzt ja, maximal 15 Minuten ausfischen. Ich werde schnell fahren mit dem Elektromotor, werfen, Strecke machen. Der Wind steht schön drauf, also könnte sein, dass hier was kommt. Ja, wir haben hier eine ziemlich krasse Algenblüte. Um ehrlich zu sein, gefällt mir das eigentlich überhaupt nicht. Ich werde hier jetzt noch ein paar Würfe machen, werde aber dann relativ schnell hier auch wieder abhauen. Das gefällt mir nicht. Beißen aber auch scheiße. Ach, beißen die schlecht, ey. Nur so dick. Ach, ganz vorne hängen die dann. Na, das war ja was. Es war doch viel mehr Schnur noch draußen, als ich dachte. Und dann kam der Fisch nicht hoch. Dann musste ich erstmal noch ein bisschen improvisieren. Aber geil, Mann. Fünfter Fisch. Und guckt euch an, wie knapp die Dinger hängen. Natürlich auch wegen des Schnurbogens, weil es halt extrem schwer ist, den Haken richtig zu setzen. Ich schmeiße ihn noch mal rein. Und ich habe auch jetzt wieder den Biss nur am Schnurbogen erkannt. Ich glaube, es ist ein Upgrade, also beziehungsweise ich glaube, er ist noch größer als der 43er. Den können wir wahrscheinlich damit rausschmeißen. Ja, der wird so 47, 50 haben vielleicht. Ja.
sogar über 50. 52. Super geil. Bisher müssen noch gar keine Fische rausgeschmissen werden. Denn das war ja erst der fünfte Wertungsfisch bei zwei gefangenen Fischarten. Enrico hat nun schon 347,4 Zähler auf dem Konto und braucht für eine Full Card jetzt nur noch einen Barsch. Sau schwer, die Biester zu kriegen. Ihr habt gesehen, wie knapp, wirklich knapp das Ding hing. Oh Mann. Zander. Ja gut. Wir sind jetzt mittlerweile eigentlich an der dritten Stelle, wenn man so möchte. Aber an den letzten zwei Stellen, wo ich nochmal immer mein Hecht fange, ist sehr, sehr trübes Wasser. Total untypisch, kenne ich so gar nicht hier vom Haringsfleet. Gefällt mir auch wieder überhaupt nicht. Also zum Hechtangeln habe ich hier eigentlich lieber klares Wasser. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn das Wasser sehr trüb ist, geht meistens nicht so viel. Ja, irgendwie bin ich mich heute ein bisschen am Verzocken. Aber das ist so, wenn man vorher nicht auf dem Wasser war, nicht wirklich weiß, was abgeht, braucht man manchmal, bis man die Fische findet. Und heute Morgen, das hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Aber jetzt die letzte Zeit hat es zumindest nicht bei mir geklappt. Enrico ist Fische am Fang. Nun wechselt auch Enrico erstmals den Spot. Was sagt er zu den Konditionen, die er hier vorfindet? Oh, ist das Wasser hier geil. Das ist, oh ja, das ist wirklich gute Wasserfarbe. Ich fange jetzt erstmal an, ein bisschen zu fächern, so links, rechts, und ziehe mich da an die Steinpackung, die vor uns liegt, und fische dann die Steinpackung entlang. Jetzt sind wir auf der Suche nach Barsch. Das ist alles andere als einfach, denn die Barsche sind auch nicht unbedingt immer einfach zu fangen. Also selbst wenn die am Platz sind, muss man sie schon speziell triggern. Was ich jetzt mache, ist einfach Powerfischen. Das heißt Strecke und relativ aggressiv laufende Köder, also mit viel Vibration oder viel Druck unter Wasser angeln. Jetzt gerade angle ich ein Spinnerbait. Hier ist auch sehr viel Kraut. Was es halt nicht unbedingt einfacher macht, aber wir sind hier entlang einer Steinpackung. Und also hier konnte ich schon oft wirklich gute Barsche fangen. Aber wie gesagt, die sind halt auch nicht immer da und auch nicht immer hungrig. Ich hoffe, dass ich welche finden kann. Denn wenn ich welche finden kann, dann denke ich auch, dass ich sie fangen kann. Aber dafür brauchen wir zumindest einen Anstupser oder einen Nachläufer, irgendwie ein Lebenszeichen von den Dingern. Nur dass man weiß, okay, sie sind da, vielleicht kommt man dann später nochmal zurück, vielleicht sind sie dann aktiv. Oder aber man probiert verschiedene Köder dann aus. Es kann nämlich auch sein, dass sie einfach auf die Spinnerbaits nicht reagieren und dann eher auf Hardbaits stehen. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Die Bedingungen fürs Barschangeln sind eigentlich perfekt. Ich muss ein bisschen aufpassen, hier kommt gleich eine Steinpackung unter Wasser. Die Bedingungen sind eigentlich perfekt. Wir haben klares Wasser, wir haben viel Kraut, wir haben viel Kleinfisch im Kraut. Wir haben viel Struktur durch die Steinpackung hier am Ufer. Es könnte schlechter aussehen für Barsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber beißen müssen sie. Das ist das Ding. Ja, also irgendwie klappt es jetzt
gerade nicht so. Es ging gut los heute Morgen. Aber alle meine anderen Plätze, die ich jetzt angefahren habe, nada. Aber Enrico hatte jetzt auch nichts mehr in der letzten Zeit zumindest. Ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht versucht er jetzt Barsche zu fangen oder so. Könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen, naja, planlos nicht, aber irgendwie doch schon auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt weiter mich im Haringsfleet hocharbeite oder doch wieder zurück ins Hollandsdiep fahre. Mein Bauch sagt mir, ich soll ins Hollandsdiep fahren und das werde ich auch gleich tun. Was genau und wo genau, muss ich mir jetzt gleich noch überlegen. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt irgendwie an Fisch kommen. Die Mission lautet immer noch Barsche finden. Mir ist es auch eigentlich in erster Linie egal, wie groß die wirklich sind. Für mich ist nur wichtig, dass wir welche fangen, um wenigstens welche in der Wertung zu haben. Also zumindest um die 3 Fischarten zu komplettieren, um 6 voll zu machen. Jetzt ist es so, dass ich hier an einer Kante stehe und glücklicherweise mit dem Wind sehr viel Rückenwind habe und die Kante lang schmeißen kann. Das heißt, ich habe einen viel, viel längeren Zeitraum, wo ich meinen Köder eigentlich in der heißen Zone habe. Ich fische jetzt hier den Westin Buzzbite. Das ist ein Köder, der läuft so, ich sag mal so 2,5 bis 3 Meter, je nachdem, wie weit er draußen ist. Also genau die richtige Lauftiefe. Hier in der Farbe Steel Sardine, die Farbe, die mir übrigens im Match gegen Fight auch direkt die 2 guten Barsche beschert hat. Allerdings war das der kleine Rawbite. Und die Farbe blitzt halt sehr stark auf unter Wasser und hat auch noch zusätzlich einen leuchtenden roten Bauch. Ich glaube, dass das schon gar keine schlechte Kombination ist, dieses natürliche mit etwas UV-aktivem Akzent. Ich hoffe einfach, dass wir hier irgendwo einen Trupp Barsche finden, der die Kante lang zieht und den abgreifen können. Jetzt müssen wir halt sehen, dass das klappt. Die Zeit tickt natürlich. Ich hoffe, dass Marc, der ein sehr, sehr guter Barschangler ist, nicht vor mir Barsche findet und mir dadurch dann die Hölle heiß macht, ne? Mal sehen. Drückt mir die Daumen. Ja, ich bin jetzt nochmal eine Stelle angefahren, wo wir vorhin schon waren, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass hier kein Hecht kommt. Nicht mal irgendwie so ein 60er oder so. Ich probiere es jetzt nochmal mit einem Swimbait. Einfach mal ein bisschen mehr Alarm machen, ein bisschen was Größeres anbieten. Ich habe die ganze Zeit relativ klein gefischt, in der Hoffnung vielleicht noch einen Barsch mitzufangen oder einen Zander auf dem Chatterbait oder Spinnerbait. Jetzt gehe ich wirklich mal selektiv auf Hecht. Nur hier ein kurzes Stück. Und wenn das nichts wird, dann werde ich mal versuchen, hier der Vogel will mein Swimbait attackieren. Wenn das nichts wird, werde ich mal versuchen auf Barsch zu angeln. Ob die jetzt mehr wollen, werden wir dann sehen. Ich hoffe es. Ich brauche jetzt unbedingt noch Fisch. Ich muss aufschließen zu Enrico. Ich würde auch echt mal interessieren, was er gerade treibt, was er versucht zu fangen, wo er genau ist und was er so denkt. Im Moment läuft es ja ganz gut für ihn oder sieht für ihn deutlich besser aus wie für mich. Ja, da ist der Barsch. Geil, geil. Was war? 29. Barsch! Jawohl! Ja! Kein riesiger Barsch, aber eine Full Card für Enrico Di Ventura. Es läuft nach Plan. Allein die Fischgrößen sind noch nicht außergewöhnlich gut. Marc wirkt etwas ratlos. Ja, mittlerweile hat Enrico seine Fische, also die Spezien zumindest, voll. Er hat sogar die Fische voll. Ich meine, er hat 4 Zander.
einen großen Hecht und einen Barsch. Er entfernt sich immer weiter von mir, ich weiß auch nicht. Irgendwie funktioniert es bei mir jetzt schon länger nicht mehr so, es ging so schön los. Aber es ist irgendwie Halbzeit, glaube ich, oder Halbzeit durch. Ich gebe natürlich nicht auf. Ich versuche auch hier gerade einen Barsch zu fangen, was mir jetzt leider nicht gelungen ist. Und ja, ich weiß nicht. Oh, da war er. Man kann nur hoffen, dass noch eine Beißphase kommt. Zumindest bei mir. Ich hätte mit viel gerechnet, aber nicht, dass das jetzt mit den Barschen direkt klappt. Auch wenn es nur ein kleiner Fisch war, weiß ich zumindest sicher, dass welche da sind. Auch da wieder Indikator dafür, dass sie nicht gut beißen, dass er bis zum Boot gefolgt ist und erst ganz oben, also wirklich hier eigentlich auf Sicht, den Jigspinner genommen hat. Total verrückt. Es scheint, als würden die Fische zwar fressen, aber doch nicht wirklich aktiv und krass drauf sein. Ich hoffe, ich kriege noch einen, vielleicht einen besseren Fisch. Ich weiß auf jeden Fall, dass auch 29er Barsche mit 39er oder 49er Barschen oft zusammenstehen. Also gerade in diesen Gewässern ist jederzeit eine wirklich dicke Überraschung im wahrsten Sinne des Wortes möglich. Lassen wir uns überraschen und gucken, ob sich das bewahrheitet, dass wir vielleicht noch einen besseren Fisch kriegen. Jetzt wird es aber echt anstrengend, weil der Wind ist so langsam, aber sicher fast eingeschlafen. Und jetzt ist es ganz schön heiß. Also auch für morgen, für die Uferpartie, wird es schon anstrengend. Aber egal, Angeln ist geil. Ich bin froh, dass ich hier bin. Sehr gut. So langsam bin ich mit meinen Ideen am Ende. Ich habe hier jetzt gerade vorhin zweimal abgerissene Steine. Ich mache jetzt gerade mal ein neues Stahlverfach noch drauf. Und dann werde ich etwas länger fahren. Ja, also wie gesagt, mein Plan ist jetzt ein bisschen weiter weg zu fahren. Ich versuche jetzt eine komplett andere Barstelle anzufahren in einem Fluss. Da hatte ich in der Gruppenphase Barsche auch große und hatte. Ja, genau, in der Gruppenphase da große und hatte vorhin im Training da auch große. Ich hoffe, dass die Fische da sind und beißwillig sind. Bisher, wie gesagt, hat es leider nicht so geklappt. Der Morgen hat super angefangen. Enrico hat die Fische mittlerweile voll gemacht. Und ich muss dringend kontern. Ich habe noch knapp 4 Stunden Zeit, glaube ich, zum Angeln. Also es ist gerade mal Halbzeit durch. Ich hoffe, dass es klappt, das mit dem weiten Fahren. Wenn nicht, wäre es für die Katz. So, nach einem wilden Ritt sind wir endlich angekommen an der Stelle, wo ich angeln will. Ich hoffe, hier gibt es Barsche. Falls nicht, müssen wir die ganze Strecke wieder zurück und es gibt wieder einen wilden Ritt. Deswegen drückt man mal die Daumen, dass wir ein bisschen länger bleiben. Also wenn die Fische da sind, normalerweise fängt man hier relativ schnell 3-4 Barsche. Können auch 40 plus Fische dabei sein. Ich werde ganz normal im Jighead hier an dem Fluss jetzt die Strömungskante mitschicken, ein bisschen werfen. Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann geht es zurück ins Hollandsdeep und dann weiß ich es noch nicht. Ich muss jetzt Fisch fangen! Los geht's! Kurzer Spotwechsel, allerdings nicht wirklich schnell, weil der nächste Spot schon wirklich 50, 60 Meter weiter ist. Ich muss den gleich mal suchen. Auf der Karte habe ich eine ganze Menge Wegpunkte. Das sind immer so ganz, ganz kleine Spots, die man, wenn man Glück hat, direkt trifft und dann in den ersten Würfen auch meist dann Fisch bekommt. Allerdings ist das Beißverhalten der Fische nicht unbedingt so, so gut. Ich möchte mich um Himmels Willen nicht beschweren. Das ist gar nicht so gemeint, denn ich habe meine 6 Fische voll und auch alle 3 Spezies gefangen, was mich extrem glücklich macht. Aber bei den ganzen Kontakten, die ich heute hatte, hätte ich ja locker 10 oder 12 Fische also fangen können. Was das nun alles waren, weiß ich nicht. Ich denke aber, das meiste waren Zander. Wahrscheinlich oft auch etwas kleinere Exemplare. Trotzdem haben sie wirklich zickig gebissen, muss man sagen.
Ja, ich hoffe einfach, dass das nicht noch schlechter wird. Der Wind nimmt so langsam ab und das ist auch meist kein gutes Zeichen, denn dann, wenn der Lorenz von oben brennt sozusagen, dann kann es doch sehr schwer werden, bis in die Abendstunden dann wirklich noch eine vernünftige Beißphase zu finden. Trotzdem, also ich wechsle jetzt ganz kurz den Spot und dann schaue ich mal, ob ich da vielleicht noch ein paar Barsche bekomme. Ich habe mir schon gedacht, dass es ein Hecht ist. Leute, das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn ihr den Kescher, wenn ihr den Fisch gekeschert habt, immer den Kescher ranziehen. Weil die Jungs hier sind nicht so ganz doof. Die wissen, dass hier oben Ausgang ist und dem versuchen die sich auf jeden Fall zunutze zu machen. So wie in diesem Fall hier. Und ich bin sehr froh, dass ich die Stahlspitze vorgeschaltet habe, weil sonst hätte ich jetzt einen Punktabzug, 20 Punkte. Ich habe es eigentlich auf Barsch abgesehen, aber der hat diesen Jigspinner total weggehauen. Oh, geil. Oh, guter Fisch, ey. Ah, knapp 80 könnte er haben. Geil. Ah, das könnte ein über 80er sein. Nee. Genau 78. Ne, ist dran. Hier. Hat genau 79. Also 78,5 drüber. 79. Ach, nice. 79, ne? Der sechste Fisch in Folge für Enrico, ohne dass Mark kontern kann. Er ersetzt einen kleinen Zander und zieht weiter davon. Was ist bei Mark am Fluss los? Ja, der gute Enrico zieht davon. Er wird immer kleiner am Horizont. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ein bisschen Zeit bleibt mir noch, an Enrico vorbeizuziehen. Wird im Moment, glaube ich, erstmal unmöglich, aber vielleicht kann ich noch ein bisschen aufholen, dass es morgen nicht gar unmöglich ist, vielleicht doch noch zu gewinnen. Aber daran kann ich im Moment nicht denken. Ich probiere jetzt hier noch ein bisschen, bis die Strömung noch ein bisschen nachlässt. Die Tide müsste gleich ordentlich nachlassen. Das war eigentlich immer so der Punkt, wenn die Barsche gebissen haben. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu früh hier. Kann aber auch sein, dass sie einfach heute nicht wollen oder nicht hier sind. Dann bin ich einen weiten Weg gefahren für nichts. Ach, es ist ärgerlich. Aber ich bleibe motiviert. Wenn nicht, probiere ich heute Abend nochmal auf dem Plateau, wo ich heute Morgen die Zander hatte. Da hatte ich auch schon Hechte und Barsche. Und dann kann man noch hoffen, dass die Fische da heute Abend nochmal wollen. Und ich noch ein paar Punkte machen kann. Aber jetzt versuchen wir erstmal noch einen Barsch zu fangen. Eine Strömung drauf. Ich habe den Spot jetzt nochmal gewechselt
und bin auf den Ursprungsspot von heute Morgen zurückgekommen. Erster Wurf gleich einen Biss gehabt. Allerdings ja, kann ich jetzt nicht sagen, was es war. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, was ich machen soll. Also entweder ich verbessere den einen Zander noch, indem ich vielleicht versuche, einen Ü50er noch in die Wertung zu bringen. Oder ich fische auf Barsch. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Da muss ich jetzt. Ich denke, ich werde hier eine halbe Stunde dem Spot geben, um vielleicht den Zander zu verbessern. Muss ich sehen. Es ist, ist tricky. Sehr, sehr tricky. Marc ist ein sehr guter Barschangler. Und ich glaube, da kommt auch noch was. Also, das darf man nie unterschätzen. Und wenn der zwei, drei große Barsche irgendwo fängt, dann werde ich auch ein Problem bekommen in der Rückrunde. Allerdings, ich muss eigentlich auch noch Barsch angeln. Also, das habe ich ja jetzt lange probiert. Schon wieder einen Biss gehabt. Mann, die beißen so spitz, das ist unfassbar. Unglaublich. Und den Hecht sein. Wie immer. Blöde, wenn die den Kescher sehen. Ich weiß nicht, ob es eine Verbesserung ist, aber vielleicht schon. Dann müssen wir später rechnen, ob das eine Verbesserung ist oder nicht. Allerdings ist das eine Verbesserung. Ein 46er Zander geht aus der Wertung raus und Enrico erhöht auf 440,7 Punkte. Langsam wird es eng für Marc. Einen Fisch sollte er schon noch fangen, wenn er im Rückspiel eine realistische Chance haben will. Ich wundere mich wirklich, dass ich keine neuen Zwischenstände gekriegt habe und auch keine neuen Ergebnisse von Marc. Wir haben jetzt noch 2 Stunden. Und ich habe echt Bammel davor, weil er ein sehr guter Barschangler ist, dass er in den Abendstunden vielleicht doch 2, 3 große Barsche kriegen kann. Das macht mich ganz schön, ich will nicht sagen nervös, aber es setzt mich schon unter Druck, weil mein Barsch sehr klein ist. Und taktisch wäre es klug von ihm, eigentlich auf Barsch zu gehen, weil ich Zander und Hecht schon habe. Und er könnte dann morgen eigentlich nur noch an Zander- und Hechtstellen fahren. Und ich könnte dort wahrscheinlich meinen Barsch nicht upgraden. Also das... Fisch. Das ist ein Barsch. Ich glaube, das ist ein Barsch. Ah, vielleicht auch nicht. Am Anfang hat er sich angefühlt wie ein Barsch. Sei ein Barsch. Bitte sei ein Barsch. Das ist ein Zander. Aber auch auf jeden Fall ein 50er. Auf jeden Fall ein 50er Fisch. Das ist schon mal gut. Da müssten wir gleich mal rechnen. Genau. Der geht schnell zurück. Der Zander bringt Enrico nicht weiter, doch das ist für ihn aktuell halb so wild. Marc verwirft derweil seinen Plan. Er will natürlich um jeden Preis seinen Angeltag retten. So, an meinem eigentlich sicheren Barspot kam kein Biss. Und jetzt habe ich ungefähr noch 2 Stunden zu angeln, aber wir fahren fast 30 Minuten. Das heißt, die letzten 1,5 Stunden werde ich so verbringen, wie ich den Tag angefangen habe. Ich fahre zurück auf das Plateau, wo es die Zander gab
und hoffe, dass da noch der ein oder andere Fisch kommt, vielleicht auch noch ein guter Hecht, weil ich denke, mit einem besseren Hecht habe ich morgen die meisten Probleme vom Ufer. Und hoffe so, dass Enrico mich nicht zu sehr davon zieht und ich morgen noch eine Chance habe, das Ding doch irgendwie noch zu holen. Wie es immer so ist, hält man doch noch mal irgendwo an. Eigentlich wollte ich direkt zum Plateau durchballern. Ich habe hier jetzt nur eine Stelle, wo ich eventuell noch einen guten Zander bekommen kann oder einen dicken Barsch. Ich werde hier aber jetzt wirklich nicht lange fischen, maximal 15 Minuten und dann geht es wirklich weiter Richtung Plateau. Also vorletzter Spot für heute. Ein bisschen Nitro Booster drauf, das mögen sie meistens. Ich muss hier recht schwer angeln, angeln hier so ein tiefes Loch aus. Das fällt von 4 auf 7 Meter ab. Im Moment geht es mit der Strömung, die Tide hat ziemlich nachgelassen. Ich hoffe, die Fische sind trotzdem einigermaßen aktiv. Und wenn nicht, sind sie es auf dem Plateau. Hoffe ich. Ja, der Enrico räumt heute auf. Der hat noch mal ordentlich nachgelegt mit Hecht und Zander. Gut, ich glaube, der Zander hat ihm wahrscheinlich gar nicht viel, doch, hat einen kleinen, glaube ich, verbessert. Läuft auf jeden Fall besser wie bei mir. Ich habe jetzt noch ungefähr eine Stunde zu angeln. Anderthalb. Ich gebe natürlich noch nicht auf, aber so langsam zieht er mir einfach zu weit davon. Und morgen vom Ufer, ich weiß noch gar nicht, wo ich dann hinfahren soll, um so viel Fisch zu fangen, dass ich den noch einholen kann. Naja, zwei, drei Ideen habe ich vielleicht. Die Zander sind jetzt nicht so riesig von ihm, die ja, sind schlagbar, aber die Hechte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gut gemacht, den Reezy. Macht mir es nicht leicht heute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich gebe dem Spot jetzt nochmal eine Chance mit dem Jigspinner. Und ja, ich drehe mich dann einmal im Kreis praktisch, einmal rund ums Boot. Ich lasse den absinken bis auf Grund und kurbel ihn dann einfach ein. Ab und zu ein kleiner Twitch oder ein kleiner Stopp. Das ist auf jeden Fall nicht unbedingt schlecht für die Führungstechnik und auch für die Barsche, denn diese fluchtartigen Bewegungen dann teilweise, die verleiten dann manchmal eben doch zum Biss. Allerdings sind die Barsche irgendwie nicht so gut drauf. Also ich hätte eigentlich schon längst mit einem Barsch gerechnet. In den vorherigen Partien waren die Barsche doch sehr gut drauf, muss man sagen. Aber jetzt heute sind sie meiner Meinung nach nicht so gut drauf. Aber so ist das, ne? Ich bin ja froh, dass ich zumindest einen habe und ich bin auch froh, dass Marc noch keinen hat. Wie gesagt, ich mache einmal eine Runde ums Boot mit dem Jigspinner relativ schnell gekurbelt. Einmal auf Grund absinken lassen und dann durchgekurbelt, ein, zwei Twitches und das war es eigentlich. Und wenn das jetzt nichts bringen sollte, also zumindest kein Barsch,
Dann gehe ich ins richtige Flachwasser und gucke, dass ich sie irgendwie vor den Steinpackungen weglocken kann. Ein, zwei Spots hätte ich noch. Es wäre geil, wenn das klappt. Eigentlich drei Spots, mal sehen. Auf jeden Fall muss ein Barsch her. Leute, jetzt ist wirklich nur noch Suchen angesagt. Zum Spot fahren, schnell 10, 12, 20 Würfe machen und dann gucken, ob die Fische da am Platz sind oder nicht. Ja, wir haben hier eine schöne Krautkante direkt an einer Steinpackung und die versuche ich jetzt abzufischen. Schön klares Wasser, also sehen sollten Sie den Köder auf jeden Fall. Jetzt hoffe ich allerdings, dass sich mal irgendwann irgendwo ein Barsch zeigt, weil ein guter Barsch wäre schon super. Ich bin auch jetzt wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, was Marc in den letzten anderthalb Stunden liefert. Mal sehen. Ich traue ihm auf jeden Fall alles zu. Also der ist nie zu unterschätzen, keine Sekunde lang. Wie eben schon angedeutet, wechsle ich jetzt den Spot direkt nach den vielleicht 20, 25 Würfen, die ich hier gemacht habe. Ich fahre jetzt rüber auf die andere Seite des Gewässers. Da hatte ich vor ein paar Wochen einen sehr interessanten Spot entdeckt. Den werde ich jetzt ganz kurz anfahren und gucken, ob Fisch da ist. Wenn der da ist, dann beiß er eigentlich relativ schnell. Aber ich muss mal sehen. Wenn der Spot mir gefällt, bleibe ich vielleicht ein bisschen länger und fächer den ein bisschen nach links und rechts aus. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich überhaupt einen Barsch finde. Nachdem ich auf dem Weg zu dem Plateau dann doch noch dreimal angehalten habe, immer nur 5 oder 10 Würfe, um zu gucken, ob Fische da sind. Mein Problem ist halt, dass ich noch nicht hier auf dem Wasser war. Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich abgeht. Bin ich jetzt wieder an dem Plateau von heute Morgen angekommen und hoffe hier einfach, dass ich es schaffe, noch ein paar Fische zu fangen, um ein bisschen aufschließen zu können, so Enrico. Und den Morgen dann rasieren zu können. Nein, das wird schwer, aber ich will ja auch noch Fische fangen. Hier, für die Kamera. Drückt mir die Daumen, dass es hier klappt. Fisch! Das hat ja nicht lange gedauert, aber leider der falsche Fisch. Verdammt nochmal! Ach, Leute. Ich habe jetzt den Spinnerbait abgeknipst, weil für mich geht es ganz klar vor, dass der Hecht safe ist. Ich habe den Haken direkt abgeknipst, der muss noch irgendwo im Kescher liegen. Das machen wir jetzt erstmal raus. Da machen wir das Maßband nass. Und dann gucken wir mal, ob ich mich verbessern konnte. Oh, das ist schön. 78. Der vierte Hecht für Enrico. Wieder hat er über 70 und wieder bringt er ihn weiter. Ein weiterer Zander fliegt raus. Enrico hat nun 4 Hechte, einen Zander und einen Barsch in der Wertung. Marc würde sich aktuell wahrscheinlich schon über einen einzigen Hecht sehr freuen, denn der Hecht und auch der Barsch fehlen ihm immer noch.
Ganz kleiner Tipp für euch. Es gibt sehr viele Spinnerbaits, die oben eine Öse haben, die geöffnet ist. Das bedeutet, dadurch, dass die Amerikaner und auch die Japaner sehr viel knoten, ist das hier geöffnet. Ganz kleiner Trick. Einfach einen Sprengring in der passenden Größe drüber legen und so kann euer Snap oben nicht mehr verrutschen. Und das ist richtig cool. Also, wieder was gelernt. Vielleicht, die einen oder anderen kannten das vielleicht schon. Jetzt muss ich mal gucken, was ich weiter angeln kann. Ja, das Stahl ist noch sauber. Das ist gut. Keine Litze auf. Ich schalte hier eine ganz, ganz kurze Stahlspitze vor. Circa, weiß nicht, 15, 20 cm. Davor schalte ich ein Fluorcarbon relativ lang, oben mit einem doppelten Yucatan-Knoten und hier mit so einem kleinen Rigring. Das ist eigentlich relativ cool, weil der Rigring sehr, sehr wenig Platz einnimmt und auch nicht schwer ist, wie zum Beispiel ein Tönchenwirbel. Dadurch, dass ich hier keine rotierenden Sachen wie Spinner oder sowas angel, brauche ich dann eben auch gar keine Entdrallung. Und deswegen macht der Rigring an der Stelle sehr viel Sinn. Also das Stahl ist ein 6 Kilo Stahl, wirklich ein ganz, ganz dünnes, 0,23 mm von Predax. Findet ihr auch bei Hecht und Barsch im Shop. Also könnt ihr mal stöbern nach den passenden Sachen und dem passenden Zubehör für diese Angelei auf Barsch, die etwas hechtsicher mit der Stahlspitze ist. Guter Zander. Der Puppe das Herz. Oh, wieder knapp. Come on. Ab ins Netz, Kollege. Oh, nein, 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 nein. Puh. Yes. Das ist ein Netz. Und das Quirl ist raus. Oh, ich konnte euch noch einen Fisch zeigen. Bin ich glücklich. Lang ist er. 90. Geil. Ein 70er Zander auf dem Quirl. Ich habe noch ein paar Minuten. Stunde noch sogar. Oh, hoffentlich kann ich noch so ein Gerät fangen und vielleicht noch ein Hecht, dass ich ein bisschen aufschließen kann zu Enrico. Und dann habe ich, glaube ich, morgen echt noch eine gute Chance. Ein richtig schöner Zander und ein extrem wichtiger Fisch für Marc. Satte 91 Punkte bringt ihm dieser Fisch. Und vor allem bringt er den Glauben an den Sieg zurück, der vorübergehend ein wenig verloren gegangen schien. Ja, mit so einem 70er Zander fühlt man sich dann doch ein bisschen besser. Es sind zwar erst drei Fische, aber mit dem 63er der ist auch nicht schlecht. Mir fehlt eigentlich noch ein Hecht. Ich glaube, die meisten Probleme werde ich morgen mit dem Hecht haben. Vom Ufer. Und natürlich dann auch ein bisschen die Zeit, die mir wegrennt, weil die Spots, die ich habe, sind doch alle sehr weit auseinander. Deswegen hoffe ich, dass hier jetzt eventuell auch noch ein schöner Hecht, so 75, 80 wäre super. Und natürlich noch ein Zander. Gegen Barsch habe ich natürlich auch nichts, dass ich Enrico ein bisschen dichter auf die Pelle rücken kann. Aber das war jetzt echt wichtig, der Fisch, auch für die Motivation. Nicht, dass ich nicht motiviert geangelt hätte, aber man ist dann doch so ein bisschen down, wenn so gar nichts geht und gar nichts funktioniert, was man sich vorgenommen hat oder was man geplant hat. Und das war jetzt nochmal gut. Und ihr habt nochmal Fisch gesehen, von mir, nicht nur von Enrico. Ja, meine letzte Stunde läuft. Ich bin, wie gesagt, zurück auf dem Plateau. Vielleicht hätte ich einfach länger hier bleiben sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Ich werde jetzt einfach werfen, was das Zeug hält und noch einen Fisch fangen. Wir angeln jetzt hier extrem flach, also wirklich 1 Meter. Und deswegen drehe ich auch den E-Motor ein Stück hoch, um einfach zu vermeiden, dass wir nachher mit der Schraube, mit der Propellerschraube von dem E-Motor aufsetzen.
Ich habe mich jetzt hier ein bisschen rangezogen. Ihr seht, da ist sehr viel Struktur am Ufer. Und ich finde, das ist ein traumhafter Barschspot hier. Steinpackung neben Baumwurzeln und Ästen. Ich glaube, viel, viel besser für Barsch geht es fast nicht. Zumindest nach dem, wie es aussieht. Ich muss gleich mal meine Brille putzen, weil ich nicht mehr sehe, wo ich hinwerfe. Ja, ich würde das dann immer korrigieren mit dem E-Motor, insofern, dass der Wind mich jetzt aufs Flache drückt und ich aber trotzdem versuche dann mit dem E-Motor eben in entgegengesetzter Richtung mich zurückzudrücken. Ja, auch gar nicht wirklich auf starker Stufe, vielleicht Stufe 2,5 bis 3. Einmal nur einen kurzen Anschwung geben, dass man wieder raus aus der Kante kommt. Und so kann man schön diese Kante entlang driften mit dem Wind. Ich bin gespannt, ob was kommt. Ich würde es mir sehr, sehr stark wünschen. Aber gut, mehr als angeln kann ich es nicht und dann wird man sehen, was passiert. 70 ist richtig gut. Das ist stark. Ja, ich sag ja, niemals, nicht eine Sekunde abschreiben den Mann. Also der ist brandgefährlich. 70 ist gut. Jetzt hat er 3 Zander in der Wertung, oder? Aha. Ja, das macht es mir nicht einfacher. 70 ist gut. Ich hätte eigentlich auch noch einen größeren gebraucht. Wobei ich jetzt glaube ich, trotzdem. 70 ist ein richtig guter Fisch, guter Wertungsfisch. Aber dann angelt er entweder noch auf Zander oder auf Hecht. Dann angelt er nicht auf Barsch, was ich nicht verstehe. Aber gut, er wird ja seine Taktik haben. Und wenn er mich an Barschspot mitnimmt, kann er auch glauben, dass ich dort keine fange. Das ist aber tricky, weil wenn ich dann doch ein oder zwei dort fangen kann, ich muss hier einen fangen. Abmarsch. Ja, auch hier weiß nicht, wie viele Würfe gemacht. Kam kein Barsch, ist sehr krautig, sehr viel Fadenalgen um das Kraut herum, also auch nicht wirklich sauber. Wir fahren jetzt ein Stück weiter runter. 50 Minuten noch. Also es ist sau spannend. Enrico bekommt den gewünschten besseren Barsch nicht. Bekommt Marc noch seinen Hecht? Oh, wieder ein Zander und hängt wieder knapp. Yes! Oh. Diesmal nicht so groß, aber trotzdem wichtige Punkte. 58. Ja, noch ein Zander aus dem Kraut, wieder mit dem Squirm. Ah, es beißen noch ein paar Fische. Ein paar Minuten habe ich noch. Yes, weiter so. Marc ist back. Der nächste gute Zander und plötzlich sieht das Scoreboard wieder deutlich besser für ihn aus. Circa 130 Punkte bei 2 Fischen Rückstand. Und es bleibt ihm noch mehr als ein ganzer Angeltag, um diese Fische zu fangen. Das klingt absolut machbar. Enrico hat diesmal live mitbekommen, dass sich auf Marks Boot etwas getan hat. Also Leute, nicht, dass es nachher heißt, ich würde Mark hinterherfahren. Hier sind mehrere Wegpunkte von mir. Ne? Da auf der Karte kannst du ruhig drauf. Mein Mark steht hier ungefähr in der gleichen Flucht. Der Druck wird größer. Ich habe gerade gesehen, dass Mark einen Fisch hat. Gerade den Kescher rausgeholt und einen Fisch genetzt.
Wird nicht einfacher. Der ist stark. Und so ist das. Wenn morgens alles gut läuft, dann ist es manchmal so, dass abends halt, dass der Druck größer wird, weil der andere dann gut fängt. Oh, wir fahren. Letzter Wurf hier. Ich habe jetzt 4 Zander gefangen. Einen 5. könnte ich sowieso nicht reinbringen. Keine Frage, hier sind große Fische unterwegs. Ich könnte das jetzt vielleicht noch ordentlich verbessern, aber mir macht der Hecht Sorgen. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach noch mal woanders hin und hoffe, dass ich da noch einen Hecht kriege. Ja, aus dem letzten Spot für heute wurde gerade der allerletzte Spot für heute. Ich habe meine Zander jetzt voll gemacht und da ich unbedingt noch einen Hecht hier brauche, am liebsten natürlich auch einen Barsch, aber jetzt erstmal der Hecht, habe ich mir gedacht, komm, fährst nochmal einen anderen Platz. Hier ist das Wasser sehr klar. Das ist wirklich das klarste Wasser, was ich heute überhaupt hier in den 2 Großgewässern gefunden habe. Meistens gut zum Hechtangeln. Ob ich jetzt natürlich das Glück habe, hier in meinen letzten 10 Minuten noch einen Hecht zu erwischen, wird sich gleich zeigen. Falls nicht, habe ich es auf jeden Fall probiert und habe alles gegeben, um möglichst viele Fische heute ans Band zu bekommen. Ich bin viel gefahren, war im Nachhinein vielleicht ein Fehler, aber wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Und es geht jetzt aus, wie es ausgeht. Ich habe 4 schöne Fische und damit sollte ich noch eine Chance haben, wenn ich morgen die richtige Platzwahl vorgebe, vielleicht Enrico noch ein bisschen einzuholen und am liebsten sogar zu überholen. Enrico! Also Marc fährt jetzt weg und wir wechseln auch nochmal den Spot. Ich bin überlegen, nochmal auf den ersten Spot von heute Morgen zu fahren. Einfach in der Hoffnung, dort nochmal einen besseren Zander zu kriegen. Aber Marc wird jetzt wahrscheinlich in der letzten halben Stunde auf Barsch angeln. Das war's. Tag 1 ist vorbei. Ich habe ein paar schöne Fische gefangen. Leider nicht alle Spezies, wie ich es erhofft hatte tatsächlich. Hab mich vom Hecht irgendwie mehr erhofft vom Hechtangeln tatsächlich. Ich habe eigentlich den ganzen Tag flach geangelt, bis auf 1-2 kleine Ausnahmen und kein Hecht. Enrico hat einige Hechte gefangen. Ich bin mal gespannt heute Abend, wo er die gefangen hat und wie er die gefangen hat. Hab 4 schöne Zander gefangen. Hab einiges aufzuholen für morgen. Enrico ist doch ein bisschen davon gezogen, aber ich gebe die Spots vor und ich hoffe, Barsch und Hecht schnell voll zu kriegen. Hoffentlich in ordentlichen Größen. Und dann sehen wir mal, wie das Ding hier ausgeht. Einschalten. Ja, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht so richtig, was ich davon halten soll, von dem heutigen Tag. Ich glaube, ich habe 9 Fische gelandet. Sehr, sehr viele Fehlbisse gehabt. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Vorsprung ich habe und was meine genaue Punktzahl ist, weil man hier so unter Strom steht die ganze Zeit, dass man eigentlich nicht wirklich imstande ist, darüber nachzudenken. Ich weiß nur, dass ich vorne bin nach Punkten. Ich bin sehr gespannt, was Marc morgen für uns parat hat. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir Barsch angeln werden. Und allerdings braucht er natürlich auch noch einen Hecht.
Und das ist nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Yeah, in the store, in the store. On the corner of my road. I should have took the boat. Yeah, I could have took the boat. Yeah, I could have took it. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, it won't be real fuck now. I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never would. Got a couple bands on my own. Ein sehr fischreiches Halbfinal-Hinspiel vom Boot geht zu Ende. Enrico hat deutlich mehr Fische heute fangen können, hat auch schon alle drei Fischarten und trotzdem ist die Messe noch lange nicht gelesen. Wir haben gerade mal nachgerechnet, Marc bräuchte einen guten Barsch und einen vernünftigen Hecht und würde schon in Führung gehen. Morgen gibt er die Spots vor, morgen muss Enrico nach seiner Pfeife tanzen. Marc hat auf dem Weg zum Finale wirklich an jedem Spot immer gut Fische gefangen. Von daher sind wir sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Natürlich sind das auch gefährliche Spots für ihn, weil er weiß, dass Enrico auch den großen Barsch fangen kann an genau diesen Stellen. Aber wir werden auf jeden Fall noch sicherlich eine packende Rückrunde sehen. Jetzt wünsche ich all denjenigen, die Weihnachten feiern, erstmal ein frohes Fest und auch allen anderen schöne Feiertage im Kreise der Liebsten, im Kreise der Familie. Und schon am 25.12., also am ersten Weihnachtsfeiertag, sehen wir dann, wie es ausgegangen ist. Wir freuen uns über Likes, über Kommentare und über Abonnenten. Macht's gut, ciao. Wenigstens klappt das bei dir nicht mit dem Drohne fangen. Fische hast du heute genug gefangen. Oh, oh.